So, Leute, recht herzlich willkommen. Mein Controller ist mir gerade runtergefallen. Jo, wo ist der denn geflogen? Ja, aber durch ein Zimmer geflogen, wie hat er das denn gemacht? So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Control. Ja, schön duckst du dich. Jesse. Ich habe noch meine Waffenform gewechselt, glaube ich. Das will ich gar nicht, weil die mag ich nicht besonders gerne. Aber gut. Muss übrigens, glaube ich, für einen Team mit 50 Gegner mit Impuls killen. Kein Bock drauf, Leute. Okay, brauchen wir Licht. Ist es denn so der Main-Weg? Ja, war doch schon so, ne? Okay. Das habe ich gesehen. Ach, müde. Ist auch schon 22.12 Uhr. Wobei ich heute um 10 Uhr aufgestanden bin, also von daher ist es eigentlich... Sollte alles auch okay sein. Hallo, Licht, ne? Öfter hier? Ich hoffe schon, falls ich dich nicht mal brauche. Wow! Hä? Jetzt kommt da oben gedasht. War es ein Speedrun-Trick? Ich glaub schon. Hey, Trench! Der lebt nicht mehr. Der lebt nimmer. Okay. I'm just going to freestyle. Was? Jetzt bin ich interested. Looks like whatever force had a hold on Hartman isn't mixing well with the his corruption. Never. Blake did call him the third thing. Never. Jetzt laber mir nicht, ich will ihn rappen hören. But isn't a stranger just someone you don't know? What if the only thing stopping a stranger from being a friend is that word? Stranger. Strange-er. Strange like the noises you hear at night when there is no light and you cannot fight. Strange like a rubber duck that follows you around and makes you drop your coffee every time that it quacks because the noise scares you. Then you have to clean up the coffee while the duck stares at you and continues to quack, 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 quack. Okay. Ich hatte so schon eigentlich genug Angst vor Längsten, aber jetzt ist Polen offen. Okay. Uiuiui. Ich wollte jetzt hier gar nicht so richtig beobachten, was da eigentlich jetzt gerade passiert ist, aber nicht so schlimm, denke ich. Was ist das denn? A chain letter. I remember these. Mom used to say they were evil. Better do what it says. You know, just in case. Okay. There must be a photocopier around here. Warum ist die gerade nur auf dem rechten Ohr gehört? Warum höre ich gerade alles nur auf dem rechten Ohr? Oder so lauter auf dem rechten Ohr. Jetzt geht's wieder. War das gerade irgendwie hier buggy oder? Hat mein linkes Ohr gerade mal kurz einen Abflug gemacht. Das kann ja manchmal sein, ne? So dieses komische Fiepen, was man manchmal hat. Kennt ihr, ne? In Schatten gehüllter Hartman. Dr. Hartman ist das erste in Schatten gehüllte Individuum des zweiten Typs, das Leben von der Behörde untersucht werden konnte und hat uns enorm geholfen, A010 alias der Schatten besser zu verstehen. Wie alle in Schatten gehüllte Individuen wird das Exemplar konstant von einem aus Dunkelheit abgeschirmt oder erzeugt ihn vielleicht selbst, was eine Beobachtung erschwert. Dieser schützt das Exemplar außerdem vor Schaden. In Tests erwiesen sich nicht tödliche Geschosse gegen ihn als ineffektiv. Das Exemplar verwendet Worte und Sätze, die aus seinem früheren Leben als Therapeut zu stammen scheinen. Einige Sätze können Dr. Hartmans Buch The Creator's Dilemma zugeordnet werden. Anscheinend bleibt die Persönlichkeit des Wirts bis zu einem gewissen Grad. Der in Schatten gehüllte Hartman wurde zu Forschungszwecken zur Cauldron Lake Lodge verlegt, die für die Untersuchung des AWE von nachgebaut wurde. Die Forscher hoffen, dass eine vertraute Umgebung neue Verhaltensweisen hervorruft. Bisher hat das Experiment zu keinen Ergebnissen geführt. Boah. Ich hoffe, wir kriegen da... Schriftverkehr, hieß es schon immer so. Ich hoffe, dass wir das... Kettenbrief. Nein, komm, den lese ich jetzt mal nicht durch, aber hier für euch. Schriftverkehr. Interessant, habe ich irgendwie nie so realisiert, dass es eine eigene Kategorie ist. Egal.
Was wollte ich gerade sagen? Wäre cool, wenn wir da vielleicht jetzt noch hinkommen würden. Also wenn wir das noch tatsächlich sehen, diesen Nachbau, das wäre super. Hier. This is the director. Get me an achievement. Ist das hier? Achso. Nice Springs Drehbuch. Der Direktor nähert sich dem schrecklichen Wesen. Er streckt eine Hand nach ihm aus. Direktor, du gehörst jetzt mir, Kreatur. Ich bringe dich in meine Einrichtung zurück und deine Kräfte unter meine Kontrolle. Wissenschaftler? Sir, wir wissen nicht. Stattdessen stürzt sich das Wesen auf den Direktor und verschlingt ihn. Er schreit vor Schmerz auf, während der Wissenschaftler wie ein Feigling unter dich zusieht. Wesen, untertitelt. Ich bin nicht derjenige, der untersucht wird. Ich bin nicht derjenige, der eingesperrt ist. Schrittweise gibt das Wesen den Direktor wieder frei. Seine einst funkelnden Augen sind jetzt leer und ausdruckslos. Der Wissenschaftler eilt zu ihm. Sir, Sir, wir müssen fliehen. Das können wir nicht. Jetzt haben Sie die Kontrolle. Ich habe, was ich wollte. Wollen wir 25 Typen noch platt kriegen? Erstmal looten. Nee, Sniper-Fritze. Oh, der sieht ja gar nichts aus. Wo ist mein Kollege? Lebt er noch? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er schon verreckt. Würde mich nicht wundern. Put you kindly. Shut the fuck up. Ja, so viel Nachschub. Ich glaube, hier ist bodenloser. Oh, hier ist bodenloser Tod. Ich sollte aufpassen, auf jeden Fall. Gut, dann explodiert in meiner Fresse. Ja, okay. Okay, alle weg. Das ist gut. Okay, hier ist ein großer Raum und ich sehe die Lampe hier. Ohne Scheiß, hier ist doch bestimmt wieder die Dunkelheit, oder? Hier ist doch bestimmt die Dunkelheit. Ja, in general habe ich da jetzt gar nicht so drauf geachtet, auf die Sachen, die ich hier noch finden muss. Ja, Pflanzen. Oh Gott, Pflanzen, die. Ich hatte schon ein Problem mit Questmarker, die zu finden. Also werde ich die ohne wahrscheinlich gar nicht erst finden. Nicht mal ansatzweise. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass hier irgendwo Dunkelheit ist. Hier ist so ein schön großer Raum, ne? So prädestiniert dafür. Boah, ich sehe nichts. Ah, guck mal. Ja, dann sind die Pflanzen hier. Okay, na dann haben wir ja eine Aufgabe. Dann haben wir eine Aufgabe jetzt. Drei Pflanzen finden. Die werden wohl alle auch hier irgendwie sein in dem Bereich. Weil heißt ja auch AWE-Ladebereich oder wie das hieß. Stand auch in der Jobbeschreibung. Die Jobbeschreibung. Ist bestimmt hier noch irgendwo eine. Ja, guck mal. So, und Nummer 3 ist dann wahrscheinlich irgendwo wieder draußen noch. Irgendwo hier. Lampe. Lampe. Ich habe sie gefunden. Here's some sunshine to brighten your day. It's artificial though. Jo! Es ist künstlich, ja. How does that work? And that's the last one. Juhu! I should have found someone to take care of these guys. Ja. Supervisor of houseplant well-being. Ich finde das gut, dass sie sich auch um sowas kümmert. Aber schade, dass ich nie mit ihnen reden konnte. Das hat mir gefallen damals. Das ist so eine herrliche Quest, aber du redest mit den Pflanzen und Jesse ist genauso verwirrt wie wir, so, Pflanzen reden, dann machst du es einfach und merkst so, oh, Mann, das hat voll Spaß gemacht. Okay, warte mal, das war schon so Schächte des Verderbens? Ne, auf der Ladebereich. Moment, wo genau ist das jetzt gerade, ja.
Tut mir jetzt irgendwie so ein bisschen, das ist irgendwie ein bisschen schief hier alles auf der Minimap. Wenn es das überhaupt ist gerade, ich habe gar keine Ahnung. Hallo, ah, guck mal, wir haben ein bisschen was. Das ist auch schön, wenn sich die Quests von alleine erledigen quasi, oder? Ich mag das, wenn das passiert. Okay. Noch, oh, guck mal, richtige. No AC, mold spore circulation. Sogar mehr, als man abknallen muss. Might get a bit stuck in here. So, jetzt nur noch hier die Pilzficker besiegen, ne? Also die Typen. Gucken, wo die sich aufhalten. Vielleicht finden wir die von alleine. Fände ich ganz, ganz toll. Wir haben noch diese Kettenbriefaufgabe, ne? Hm, wo auch immer das sein mag. Naja, wir finden es raus, zur Not, ne? Wie gesagt, ich werde den Bereich jetzt hier einfach fertig machen. Alles irgendwie mitnehmen, was ich auf dem Weg finde, sage ich mal. Wenn wir dann hiermit durch sind, bevor wir dann oben nach Bright Falls gehen. Ins Bright Falls AWE werde ich dann halt erstmal alle anderen Aufgaben erledigen, weil da dann ja wahrscheinlich das Finale wartet. Und damit halt wirklich das Finale, Leute. Moment, kam ich jetzt gerade von hier? Nee. Das Finale dieses Projektes, oh mein Gott, denn drittes DLC gibt es nicht. Oh, ich bin so froh. Es hat wirklich nochmal einige Zeit länger gedauert, als ich wirklich erwartet habe, dieses Display. Muss ich ja wirklich mal sagen an der Stelle. Aber ja, es ist trotzdem... Mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. So, als wenn es schon vorbei wäre jetzt. Gut, ist schon der... Cool. Ist schon der letzte Bereich. Also, dann machen wir jetzt noch eben fertig hier, den Bums. Habe ich jetzt genug? Nein, habe ich nicht. Dann bumsen wir den Mann. So, 3 Stück. Nee. Ich will schon das erstmal fertig machen. Alles übernehmen brauche ich nicht. Bomm. So, Lichter anmachen. Wie geht das heute vonstatten, frage ich mich. Aua. Hallo, haben wir hier ein bisschen was so? Ist zu lesen auf jeden Fall. Frau Mauro-Zusammenfassung, das ist immer interessant. Ein paranatürliches Wesen infiltrierte die Mondmission Apollo 14 zu einem unbekannten Zeitpunkt während ihrer Reise zum Frau Mauro-Hochland auf dem Mond und kam so auf die Erde. Ah, okay, nevermind, das ist einfach was auf dem Mond, okay. Eingriff während des Ereignisses. 32 Stunden nach der Rückkehr der Kommandokapsel der Apollo 14 auf die Erde wurde die Behörde von Mr. einem höheren Beamten des Weißen Hauses kontaktiert und angewiesen, ein kleines Team zum Johnson Space Center in Houston zu schicken. In der Basis untersuchte das Team das Wesen und führte Befragungen mit dem NASA-Personal durch. Es erfuhr, dass statt der erwarteten 3 Astronauten 4 auf die Erde zurückgekehrt waren. Alle menschlichen Crewmitglieder bestanden darauf, dass die Mission mit 4 Mitgliedern gestartet war, obwohl sie den Namen des 4. Mitglieds nicht nennen konnten. Das Wesen schien ihre Erinnerungen manipuliert zu haben, um keine Aufmerksamkeit auf seine Anwesenheit zu lenken. Das Wesen wurde für weitere Untersuchungen in das älteste Haus transportiert. Anmerkung: Bei der Ankunft des Untersuchungsteams kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem NASA-Sicherheitspersonal. Mr. P klärte die Angelegenheiten mit einem Anruf, doch die Spannungen lösten sich nicht vollständig auf. Die Zuständigkeit und Freigabestufe der Behörde sollte für andere Bundesstellen klarer definiert werden. Interessant, gibt's gleich. Gehen wir gleich auf den Mond für die Nebenquests oder wie sieht das aus? So, was macht das hier? Ah ja. Ja, was mir das jetzt bringt, ist nochmal so eine andere Frage. Baby. Ja, okay, da passiert jetzt gar nichts mehr. Warum genau bewegt sich das Ding jetzt? Ich finde das hier alles gerade hochgradig verwirrend, wenn ich das mal so sagen darf. Warum? Mann, Jesse! Ich weiß ja nicht mehr, was die Buttons hier machen. Warum kommst du hier hin, du Ficker? Ich kann doch nicht hoch. Ich wollte nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich tun muss. Hm.
Schweben bietet einen praktischen Überblick. Ja, sag es nicht. Nein, nein. Ich müsste halt erstmal checken, was ich machen muss. Also Lichter anschalten offensichtlich, aber irgendwie ist es ja... Das macht ja nichts. Das verwirrt mich. Ja, klatsch mir ruhig voll mit deiner Scheiße, juckt mich nicht. So. Jetzt fährt das Ding hier rüber. Ist ja toll. Soll mir das Ding nur Schutz bieten? Ich habe keine Ahnung, Mann. Zusatzbemerkungen. Das Wesen der Apollo 14, bekannt unter dem Namen Fra, wurde nach seiner Ankunft im Ältestenhaus als eine Reihe von Untersuchungen unterzogen. Das Wesen kann sprechen, doch seine geringen Kenntnisse unserer Sprache machen eine erfolgreiche Kommunikation unmöglich. Befragungsmaterial findet sich im Seine körperliche Form besteht einzig und allein aus dem Raumanzug. Extravehicular Mobility Unit. Der NASA-Astronauten. Es trägt dasselbe Modell wie die übrigen Crewmitglieder. Hierbei könnte es sich um eine authentische EMU von einem der NASA-Astronauten handeln. Obwohl dieser Anzug kein Namensschild aufweist. Alternativ könnte das Wesen ihn auch mit Hilfe von oder möglicherweise erzeugt haben. Der Anzug selbst ist leicht beschädigt, das wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Kommandokapsel einen vierten Sitz bot, dem sich das Wesen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre hätte festschneiden können. Die EMU ist wohl und ihre Einzelteile lassen sich entfernen, obwohl dies das Wesen zu beunruhigen scheint. Röntgenstrahlen und Spektrogrammbilder zeigen förmige Umrisse im Inneren des Anzugs. Aus Sicherheitsgründen wird das Wesen in einer sicheren Zelle festgehalten, bis weitere Informationen gesammelt werden konnten. Ja, ist ja hochgradig interessant. Aber was ich noch interessanter finden würde, ist verstehen, wie das hier funktioniert. Ah, okay. Moment. Bitte mach nichts Böses, Viech. Jetzt fährt das Licht ja irgendwie hier rüber, ne? Hä? Das Licht muss jetzt einmal rüber eigentlich. Irgendwie. Ich weiß nicht wie. Ja, da sind so Sticky Notes dran, ne? Hier so blub. Warte mal. Gehen wir jetzt einem der anderen Knöpfes hier. Gucken wir mal, was der sozusagen hat. Verstehe ich nicht. Aber da habe ich ja... Einen habe ich hier schon freigelegt, okay. War ein Unfall, wollte ich nicht. Es gab noch mehr Buttons. Es gab noch in der Mitte noch welche, oder? Glaube ich. Ja, Coolio, dass du jetzt hier angeschissen kommst und mich... Jesse, kannst du bitte da hoch einfach? Jesus Christ. Ja nun. Waren denn die anderen Buttons? Es gab noch mehr Buttons. Bin mir eigentlich sicher, dass da noch mehr Buttons waren. Aber ist egal. Jetzt macht das frei. Ich verstehe es nicht so ganz. Naja, ist ja auch egal. Okay, kann er sich mal verpissen. Ich muss nur einmal das Ding da holen und da reinbappen. Dann ist wahrscheinlich schon alles gut. Könntest du mich bitte? Mann, verzieh dich doch! Ich bin hier eh nicht sicher am Licht. Hoffe ich. Ach, Bro. Das führt doch zu nichts. Das ist schon ein bisschen gruselig, doch. Bin ich ganz ehrlich mit euch. So, wir wagen es einfach mal und ich werde wahrscheinlich jetzt verrecken. So. Scheiße, da muss auch noch Licht hin. Hä? Aber wie? Ralle ich nicht. Ah.
Ich liebe es, Rätsel zu lösen, wenn permanent irgend so ein Viech da ist, was mich killen will. Und ich auch nichts dagegen tun kann. Hätte gar nichts dagegen, dieses Rätsel zu lösen. Aber wenn dabei permanent dieser Motherfucker mir auf den Sack geht, dann ist es halt schon echt nervig. Sagen wir mal, wie es ist. Aber es scheint so, dass es gespeichert ist, was ich geschafft habe. Kann das sein? Aber wie muss ich das Licht ja jetzt noch... Halt dein Maul. Ja, okay, das ist tatsächlich gespeichert. Ach, da unten ist ja noch ein Slot frei. Hey. Interessant. Moment. Ich muss mir mal näher anschauen. Ah, okay. It's that simple. Gut, ich kann jetzt fliehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eingeschaltete Lichter ist. Wobei, ich komme einfach nur nach oben, ne? Wahrscheinlich kann ich jetzt hier oben irgendwas aktivieren. Ja, okay. For him to hide. Rennmaus hat Huthalter. Ah ja. Die Quest ist wahrscheinlich da an der Mondkapsel, ne? Denke ich mal. Dass wir da jetzt quasi nochmal wie beim Bus, Bus, sag ich schon, beim Zug was machen können. Vielleicht auch nicht. Nun gut, aber ich will mal eben ganz schnell gucken. Ich weiß, die Folge ist eigentlich vorbei, aber... Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hier irgendwo... Yes, hello? Yes, oh. Me? Where are you? Hello? Hello! Great about us today. Long roads and no hardling. You are Bygone? Sure. Why are you locked up in here? Casual turning. Back in front. And Gerbil took the top head. Not being pressed for that. Lady going and loosing back for I? Sorry, I think I'm misunderstanding you. What do you want? The head. The head for tails. For reading news, jars, words, and tumble. The reading head. Okay, okay. Take it easy. I'll take a look. So, maybe it wants something to read. Or a jar. Let's just see what we can find. Funny, okay. Er ist aber verwirrt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass irgendwo hier der die letzten paar Motherfucker sind zum Wegbrezeln, damit ich hier die Quest beenden kann, weil es so ein großer Raum ist. Allerdings vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Weil da so ein Fragezeichen ist, ne? Das ist schon sus. Das ist schon sus, bin ich ganz ehrlich. In der Ecke ist einfach gar nichts. Wir können ja mal... Warte mal. Wie sieht das jetzt überhaupt aus? Es ist nur noch... Genau. Versenke die Dunkelheit. Tatsächlich, es ist in diesem komischen Geheimbereich. Aber wo ist das? Das interessiert mich jetzt gerade doch noch. Ja, wie ich jetzt diese Quest da unten jetzt mache, ich habe keine Ahnung. Das finden wir beim nächsten Mal raus auf jeden Fall. Komme ich hier? Warte mal. Okay, ich kann hier auch... raus. Ich hätte wahrscheinlich einfach reinfliegen. Nein! Ach, komm schon. Ich hätte wahrscheinlich einfach reinfliegen können, tatsächlich. Weil ich den Strom wahrscheinlich trotzdem hätte herstellen müssen. Warte mal. Warte mal. Nein! Oh. Du verstehst mich nicht, Jesse, ne? Hoch hinaus sollst du. Okay. Kacke. Also hoch hinaus kommt man gar nicht. Jetzt, wo es hell ist, kann man sich das nochmal genauer angucken. Ich komme hier echt nicht hoch. Doch, sehr schön. Nein, Jude. Aber hier ist halt trotzdem nichts, ne? Schon komisch, weil wenn ich jetzt hier weitergehe... Na, ja, warte mal, vielleicht ist da einfach so ein Eingang jetzt irgendwie an der Seite oder so. Nö, nicht wirklich.
Achso, vernichte die Dunkelheit. Achso, das ist die. Okay. Ja gut, ja, ich muss jetzt irgendwie noch ein Licht besorgen. Ja, komm. Es leuchtet hier so. Ist doch Licht, oder? Achso, das ist das Licht von der Decke. Oh. Aber hier, ha. Das mache ich jetzt noch eben schnell, bevor ich es beim nächsten Mal vergesse. Ich habe nämlich Angst, dass ich dann nächstes Mal einfach hier durchballer und das einfach vergesse. Dann machen wir das eben schnell jetzt. So, eins. Zwei. Und die Nummer 3 weiß niemand, wo sie ist. Scheiße. Ich hoffe mal in der anderen Richtung. Ja, da oben. So. Herrlich. Oh, Postkarte von Arti. Die gucken wir uns doch mal eben an, würde ich sagen. Komm, ich renne mal eben raus hier. Und gehe jetzt an dem Speicherpunkt speichern, in der, weil ich mir Angst habe, dass sonst irgendwas nicht gespeichert bleibt oder so. Aber Moment. Postkarte von Arti. Dort dies. Ein Verrückter arbeitet hart, ein Weiser kommt mit wenig davon. Schönen Urlaub für mich. Okay. Geil. Cooler Mann. Cool, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Hausmeisteraufgaben erledigt. Das ist doch schon mal was. So, warte mal, dann will ich aber nochmal eben was gerne schnell gucken. Hier. Rennmaus hat Huthalter. Wo geht denn das? Das ist schon da irgendwo. Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal erstmal, bevor wir weitergehen, würde ich sagen. Gut, jetzt aber, jetzt reicht's. Bis dahin. Ciao.